Yay! Yay, der P9-Tag! Ja, vielleicht für den einen oder anderen Schock, weil ihr doch dachtet, ich komme woanders her oder keine Ahnung, weil seit ich Videos mache auf YouTube, werde ich gefragt, woher ich komme und warum ich da so ein Geheimnis drum mache, aber es steht schon, seit ich Videos mache, auf meinem Kanal, also da kann man nachlesen, woher ich komme. Und zwar ist meine Mutter von den Philippinen und mein Vater ist deutsch, deswegen bin ich halb Philippiner und halb deutsch und kann bei diesem Tag jetzt hier teilnehmen, der P9-Tag. Ich wurde getaggt von Dynamite Beauty, schon vor etwas längerer Zeit. Tut mir leid, dass ich das jetzt erst mache. Aber ich mache heute sogar gleich diese zwei P9-Tags, weil ich wurde nochmal von jemandem getaggt und ja, ich verbinde das jetzt einfach mal. Also es sind ein paar Fragen zum Antworten. Das hat natürlich alles nichts mit Beauty zu tun. Ich wollte es auch erst auf einem anderen Kanal hochladen. Aber jetzt weiß einfach vielleicht dann jeder einfach, woher ich komme und deswegen ist es vielleicht nicht schlecht und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen und es ist vielleicht auch so einfach interessant, andere Kulturen und so weiter kennenzulernen, oder? Also egal, erste Frage, wann warst du das letzte Mal auf den Philippinen? Das war leider schon vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren war ich das letzte Mal auf den Philippinen, das ist echt ekelhaft. Aber ich hoffe und ich glaube, es wird dieses Jahr klappen, also drückt mir die Daumen und ich sehe euch auf den Philippinen, meine Familie, ich vermisse euch total. I miss you. I miss you, Philippines. So, was ist dein liebstes philippinisches Essen? Ich glaube, also ich habe mir schon sehr, sehr viele P9-Tags auch angeschaut und ich glaube, irgendwie mögen wir alle das Gleiche. Und zwar ist das Sinigang. Ich stehe voll auf Sinigang mit Ista, also mit Fisch und Shrimps und so. Sinigang ist so, so eine Art Eintopf, suppemäßig und dann ist da halt Fisch drin und ein bisschen Gemüse, ein bisschen Shrimp, so mag ich das jedenfalls. Und die Soße besteht aus Tamarind, das ist eine sehr, sehr saure Frucht. Deswegen ist das ganze Gericht etwas säuerlich, aber ich liebe das. Ich liebe eh philippinisches Essen und als Filipino isst man auch den ganzen Tag und so bin ich auch. Was ist denn, nee, Moment, wo war das? Nenne ein oder zwei Gegenstände, die deiner Meinung nach typisch für die Philippinen sind. Ja, auf jeden Fall Reiskocher und Karaoke-Maschine, würde ich mal sagen, oder? Also das ist das, was mir als erstes jetzt eingefallen ist. Ich denke mal, jeder Haushalt besitzt beides. Muss sein. Ich auch. Kannst du Tagalog oder anderes, also andere Dings, wie sagt man, Dialekte sprechen? Leider nein. Mein Papa hat es damals nicht gewollt, sozusagen. Ein bisschen schade. Also ich kann es verstehen. Ja, teilweise, aber ich kann es leider nicht sprechen. Total schade. Aber ich habe irgendwie Interesse, das doch noch zu lernen. Warum nicht? Besser spät als nie. Wenn ja, sag einen Satz oder zwei. Ja, da hat sich's schon erledigt. Ich kann es leider nicht. Also Sätze gar nicht. Ich kann nur so Wörter und ja. Tja. Leider nicht. Aus welchem Ort in den Philippinen stammst du? Also meine Mutter kommt von Davao. Ja. Punkt. Toll, was soll man da noch sagen? Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön dort. Ich liebe das. Ja, ich liebe die Philippinen. Es ist sehr, sehr schön. Und es gibt, ich finde es auch so toll, dass hier in dieser Beauty-Community wirklich sehr, sehr viele Filipinas da sind. Also ob das jetzt in den USA ist oder hier in Deutschland auch. Es gibt sehr, sehr viele. Irgendwie haben doch die Philippinas so einen Hang zu Beauty-Sachen, wie ich sehe. Aber cool irgendwie. Also ich mache jetzt noch den zweiten Tag. Moment, ich muss erstmal die Fragen raussuchen. Also bis gleich. Okay, ich habe die Fragen gefunden. Und zwar wurde ich getaggt von Lil Gracie. Vielen Dank fürs Taggen. Hier kommen meine Antworten. Moment. So. Also es ist jetzt der zweite Filipino-Tag. Lebst du auf den Philippinen? Nein. Leider nicht. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen kann, da zu leben. Und wenn, also schon irgendwie, aber nicht auf das ganze Leben. Also ich könnte mir schon vorstellen, da zu leben, aber nicht das für ewig. Was ist typisch an Filipinos? Ich würde sagen, der Familienzusammenhalt. Also es ist wirklich sehr krass zu sehen. Also nicht nur der Familienzusammenhalt, sondern auch überhaupt der
der Zusammenhalt der Filipinos generell. Also es ist auch so in anderen Ländern, man sieht es auch hier in Deutschland, wenn man meine Mutter andere Filipinas begegnet, die sie auch nicht kennt, dann ist gleich so ein Zusammenhalt da und man, ja, zum Beispiel, sie arbeitet jetzt irgendwo, gibt es gleich Vergünstigungen, man wird gleich so freundschaftlich aufgenommen und ja, ich mag das halt auch sehr gern, dass die Familie wirklich so im Vordergrund steht und dass das Wichtigste ist und ja, so sehe ich das auch. Aber ich werde immer so sentimental, das ist echt schlimm. Ich bin voll die Heulsuse, sorry, wenn ich so Sachen erzähle, das ist eigentlich jetzt total intim, was ich sage, aber dann kann ich mal gleich losheulen. Egal, also besitzt du eine Karaoke-Maschine? Ja, also beziehungsweise nicht wirklich eine Karaoke-Maschine, die werde ich mir noch besorgen, so ein DVD-Dings. Ah, was mache ich hier die ganze Zeit? Aber, ja, SingStar halt. SingStar habe ich aber, ist ja im Prinzip das Gleiche. Auf jeden Fall liebe ich Karaoke. 4. Sing deinen Lieblings-Filipino-Song. Tja, glücklicherweise komme ich jetzt sehr gut aus der Sache raus, weil ich keinen kann. Also ich höre zwar ein paar Filipino-Songs manchmal, aber ich kann mir das nicht merken. Wenn ich halt die Sprache nicht kann, dann kann ich mir das so nicht merken. Tut mir leid, also eigentlich auch Glück vielleicht für euch. Hast du schon mal Balut probiert? Also Balut, für die Leute, die das nicht kennen, das ist so ein Ei und da ist so ein Küken drin. Also da ist schon ein Küken herangewachsen und das essen die halt so. Das ist so eine philippinische Spezialität, ja. Oder war das das? Oder waren das die salzigen Eier? Verdammt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was erzähle ich hier vielleicht Mist, hätte ich meine Mutter vorfragen müssen. Halt das ein oder andere. Also wenn es die salzigen Eier sind, dann habe ich das schon mal gegessen. Mag ich sehr gerne. Ich mag das sehr gerne so als Salat gemacht. Ich nehme dann das salzige Ei, es ist einfach nur sehr salzig, das Ei, ja. Und schneide es so in Würfel, mache dann so mit so diese getrockneten kleinen Fischen und Tomaten so geschnitten und Frühlingszwiebel, das vermische ich so mit ein bisschen Essig. Lecker. Aber wenn das jetzt dieses herangewachsene Küken war, dann nein, das habe ich noch nicht gegessen. Das ekelt mich ein bisschen. Was magst du daran, Filipino zu sein? Ist irgendwie eine komische Frage, weil ich denke mal, egal was man isst, es ist gut, oder? Also wir sind alle Menschen. Ob man jetzt eine spezielle Nationalität oder sowas hat, kann ich jetzt gar nicht sagen, was daran so besonders ist, weil alle auf eine Art besonders sind. Also ich würde das jetzt nicht so gerne beantworten wollen. Also ich sehe das halt anders, sage ich mal so. Was magst du nicht daran, Filipino zu sein? Also ich würde das Gleiche sagen, weil das sind so für mich so, das sind für mich irgendwie nur so Vorurteile, kann ich jetzt so nicht sagen. Isst du oft Goldilocks? Also Goldilocks ist ja so eine, eigentlich müsste die Fragestellung sein, isst du oft bei Goldilocks, oder? Weil Goldilocks ist so eine Kette, soweit ich weiß, die machen halt, da gibt es so Gebäck und sowas und ich liebe das. Da gibt es, wie heißen die? Ensaimadas und ich glaube auch Puto haben die da und solche Cinnamon Rolls, voll lecker. Also ich finde die Sachen sehr, sehr lecker. Wenn ich da bin, dann esse ich da immer. Und wenn meine Mutter dort war, alleine, dann habe ich sie immer Sachen mitbringen lassen. Kommt sie mal mit so einer ganzen Box Goldilocks. Ja, das war's schon. Cool. Ha, das war ja gar nicht so lang irgendwie, so viel. Ich tagge noch eine Filipiner, ich weiß nicht, ob sie mitmacht, weil sie macht halt auch ganz andere Videos und ob das so reinpasst in ihr Videoschema sozusagen. Aber ich mag sie halt ganz gern, habe ich auch hier auf YouTube kennengelernt und das ist La Noire Sakura. Ja, vielleicht machst du mit, ich hoffe es. Wenn nicht, bin ich auch nicht traurig, aber wäre schön. Okay, ich danke euch beiden fürs Taggen und vielleicht hat der eine oder andere was Neues dazugelernt und ist vielleicht ein bisschen neugierig auf die Philippinen, denn es ist wunderschön da. Und ja, bis dann. Tschüss.